Ja, hallo, grüße euch. Eigentlich wollte ich am Wochenende hier den kleinen Glaskasten umbauen, aber gestern irgendwie hat es mich gereizt, die Waggons, upsie, hier die Waggons zu beleuchten. Das heißt, die habe ich alle vier fertig gemacht. Ja, LEDs rein, Püppchen rein. Und da bietet es sich natürlich an, jetzt erstmal die Lok fertig zu machen. Das ist heute erstmal der Plan. Jo. Die müsste normalerweise ähnlich umzubauen sein wie die 39 von Fleischmann. Ich denke mal, das ist ein relativ ähnlicher Aufbau. Ja, da will ich dann mal reinschauen. Bei der 39 gab es hier hinten zwei Schrauben und eine da vorne und dann konnte man das schon mal aufmachen. Das heißt, dementsprechend werde ich hier anfangen. Dann sollte das eigentlich schon aufgehen. Tender. Denke ich mal, muss man die Schraube da lösen. Das kann ich auch schon mal machen. Sieht auf jeden Fall nach einer Tenderschraube aus, ne? Schön lang das Ganze. Ich denke mal, das war's. Drehe ich das Ding mal um. Also, Kessel löst sich schon mal. Okay, der ist schon mal ab. So ein bisschen vorsichtig sein, dass man hier diese, ich denke mal, das ist eine Druckluftpumpe oder sowas, dass das nicht kaputt geht. Also, ja, Platz ist hier unten wieder für den Decoder vorhanden. Das lege ich erstmal vorsichtig beiseite. Na, hier kann man sehr wahrscheinlich den Decoder reinmachen. Hatte ich bei der 39 auch so gemacht. Denke mal, das werde ich dann hier ähnlich machen. Ganz kurz gucken, ob der Tender auch abgeht. So, okay. Hier fällt schon alles auseinander hier vorne. Ach du, das ist dann jetzt los. Okay. Gut, den Rahmen, seht ihr, fällt da, der fällt auch schon ab. Der Gewichtsblock fällt da schon raus. Hey, die Schleppumpe. So, das Tendergehäuse geht auch runter. Und der Gewichtsblock geht auch ab. Sehr schön. So. Ja, das Stabumpel. Also Decoder kommt definitiv wieder vorne rein. Upsi. Ja, den mache ich wieder hier rein. Da muss ich schauen. Was mache ich mit einer 21er Schnittstelle? Könnte sogar hier reinpassen. Könnte. So, nach einer längeren Schleifaktion habe ich jetzt hier wieder dieses Metallteil bearbeitet, habe hier entsprechend ausgeschliffen, dass der Decoder eben so da reinpasst mit der Schnittstelle und oben im Kessel nicht anstößt, ne? Das hat soweit ganz gut funktioniert. Das Ganze werde ich nochmal auskleben mit dem Klebeband, damit hier der Decoder keinen Kontakt zu dem Metallstück hat, ne? Sodass es da keinen kurzen geben kann. Jo. So, ich habe jetzt. So, ich habe jetzt hier aus dem Tender
diese beiden Leiterplatinen rausgenommen. Ja, diese hier sitzt auf der linken Seite und das ist die auf der rechten Seite. Da sieht man hier diese großen Kontaktflächen. Die liegen dann an hier an diesen Motorkontaktfedern. Na, das muss ich mir natürlich erhalten, weil darüber will ich ja den Strom dann wieder zum Motor laufen lassen. So, dieses Teilchen, das ist auf der linken Seite, ist hier angesteuert über eine Störspule-Drossel. Die werde ich rausnehmen und dann kann ich dann hier an diesen Kontakt direkt meinen Motoranschluss dran machen, sprich das in dem Fall ist das links, das ist dann die graue Leitung, die werde ich hier anlöten. Hier auf der rechten Seite sieht das ein bisschen anders aus, dann hat man hier auch dieses größere Lötpad. Das hat aber hier eine ganz kleine Brückenverbindung zu der Stromabnahme, das heißt, das muss ich hier auf jeden Fall durchtrennen, weil ich hier sonst einen Kurzschluss habe, ne? Das heißt, dieses größere Lötpad muss von der Stromabnahme abisoliert, sprich getrennt werden. Das mache ich gerade mal eben. So, das ist durchtrennt, ne? Da fließt kein Strom mehr rüber. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier kann ich mein oranges Kabel anlöten für den Motor rechts. Ne? Das kann ich auch gleich mal machen. Oh. So, das hatte ich ja bei der 39 auch gezeigt, ne, dass diese Kupplung hier so eine extrem geniale Führung hat für die Kabel. Und die schiebe ich natürlich da durch, ist ja klar. Muss man mit ein bisschen Gefühl machen. Kann man das da durchschieben, das Zeug, und dann kommt das auf der anderen Seite wieder raus. So, die Platten habe ich wieder eingesetzt, diese Platinen. Habe da jetzt wieder eine 3528 Warmweiß SMD-LED eingebaut, die Leitungen da angeschlossen. Die Kabel führen hier an der Leiterplatine entlang, laufen dann hier unten durch und gehen dann hier in die Kupplung und dann zurück zur Lok. Ne? Ja, das ist soweit ganz gut. Das Ganze leuchtet auch, habe ich gerade getestet, das ist schon mal ganz okay. Das heißt, der Tender ist dann eigentlich soweit fertig. So, ich bin jetzt dabei, das vordere Licht fertig zu machen. Dazu kann man hier dieses Teil abnehmen. Das kann man ein bisschen anlupfen, dann kann man das anziehen. Da drin befindet sich eine kleine Glühbirne. Die will ich mal gerade rausnehmen. Fertig gemacht habe ich mir dafür eine 3528 Warmweiß-LED. Da habe ich an den Pluspol eine Leitung angelötet. Habe da einen Schrumpfschlauch drum gemacht, habe dann einen Minuspol, einen 1206er SMD-Widerstand aufgelötet, an dem dann halt die Minusleitung abgeht und habe das Ganze nochmal in einen klaren Schrumpfschlauch eingepackt. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt für beide Leitungen schwarze Farbe gewählt. Ne? Normal sollte das ja blau und weiß sein. Warum habe ich das schwarz gemacht? Weil ich die Kabel hier oben langlaufen lassen möchte. Und wenn man dann seitlich guckt, dass man da keine bunten Kabel sieht, das sieht blöd aus. Ne?
Eventuell könnte man auch, Entschuldigung, diesen ganzen Verkleidungskram hier von dem Getriebe abmachen. Aber das sind diese ganzen Federn drin von den Stromabnahmen. Das möchte ich eigentlich ungern auseinanderreißen. Weil, wenn man Pech hat, kriegt man das nachher nicht wieder gescheit zusammen. Daher gehe ich jetzt halt mal den Weg, dass die Leitungen halt hier oben langlaufen und dann sieht man die halt. Und wenn die schwarz sind, fällt das nicht auf. Ich habe das jetzt mal so gemacht, dass das längere Kabel das Pluskabel ist, damit ich dir nachher noch Bescheid weiß. Der Lichtleiter, der läuft im Prinzip da unten drunter lang und die Glühbirne hatte dann von oben aufgeleuchtet. Und so würde ich das jetzt mit der SMD auch machen, dass die von oben halt auf den Lichtleiter drauf leuchtet, um dann vorne die Laternen eben anzustrahlen oder auszuleuchten oder wie auch immer leuchten. So, das heißt, die Leitungen, die muss ich jetzt da durchfrickeln. Das sollte nicht so schwierig sein. Die LED liegt jetzt da drinne, Licht strahlt nach unten ab. Jetzt kommt wieder dieses Teilchen da rein hier. Dann sollte das normalerweise eigentlich funktionieren, hoffe ich zumindest, dass das ein halbwegs gescheites Lichtbild ergibt. Mal kurz gucken, ob ich das noch mal ein bisschen verklemme hier. Und so, die Leitung habe ich jetzt durchgefädelt. Ich habe hier ein Löchlein reingebohrt, da ein Löchlein reingebohrt und da ein Löchlein reingebohrt. Das heißt, die Kabel laufen da durch. Jetzt kann ich diesen Druckluftfräter wieder einbauen. Ist gut, vorne das Ding kommt aber da drauf. Zack, sehr schön. Okay. Das ist das schon mal soweit jetzt auch erledigt. Ach so, ich hatte inzwischen auch hier hinten, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier unten auf der Leiterbahn habe ich ein schwarzes Kabel angelötet und ein rotes Kabel für die Stromabnahme rechts links, damit das eben beides nach oben läuft, so Schnittstellenplatine, ne? So, das heißt, das ist jetzt soweit eigentlich unten drinne verkabelt alles. Das müsste jetzt so weit sein, dass ich dieses Ding hier wieder einbauen kann. Bzit, ne? Das ist ja dieser Feuerbrücksenfred. Den will ich wieder da reinmachen. Oh, hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert. Tja, das ist jetzt natürlich mit dreimal schwarz, ne? Ja, das ganz kurze Schwarz ist dann hier meine Stromabnahme. Da darf ich jetzt natürlich nicht ins Gehege kommen. Sonst habe ich ein kleines Problem. Oh Mann, ey. Ja, so. Also das Ding ist schon mal da drauf hier. So kleine Gewichtskerle. So, dann. Ja, jetzt habe ich hier meine ganzen Leitungen, die ich dann jetzt an die Schnittstellen dran machen muss. Mal sehen, hier. Ja. Na, die kommen jetzt alle an die Schnittstelle, die Leitungen. Ja, und dann ist das eigentlich gegessen. Das mache ich mal fertig und dann zeige ich euch das gleich wieder. So, die Leitung habe ich da jetzt angelötet. Das hat gut geklappt. Ja, nächstes ist ein Decoder drauf. Und dann das Ganze mal testen, ob der ganze Apparat funktioniert, ne? Das heißt, ich werde hier das nochmal wieder abkleben. So, Decoder drauf.
Und dann ist das hoffentlich fertig. Beziehungsweise funktionsfähig, ne? Gut. So, die Cola ist da drin. Das heißt, jetzt kann ich das Ganze mal testen, ob das Gerät funktioniert, wie das soll. Machen wir einfach mal einen Batterietest. Mal sehen. Aber normalerweise sollte das Ding ja jetzt fahren und auch leuchten, ne? Gucken wir mal. Also das Ding fährt. Vorne das Licht ist zu sehen. Das Ding fährt auch in die richtige Richtung. Hinten das Licht geht und das Ding fährt rückwärts. So, das heißt, das Gerät ist soweit in Ordnung. Schön. Da freue ich mich. Jetzt muss ich den ganzen Kladderadatsch mal wieder zusammenbauen. Ne? So, der Apparat steht jetzt hier auf dem Testgleis. Ich habe das Ding schon programmiert. Nur ganz kurz zum Funktionen. Ne, Licht vorne. Funktioniert da. Dazu mit F1 die hintere Beleuchtung schaltbar. Ja. Und fahren tut der Koffer auch noch. Richtung Stimmbauch, die der fährt. Bekommen hat dann noch ein Dingensbums hier. Wie heißt denn das? Ein Heizer. Und auf der anderen Seite ist natürlich noch ein Lokführer drin. Ja, heißt, der Apparat ist fertig. Muss noch auf die Anlage und dann war es das mit diesem Umbau. So, die P10 ist jetzt hier auf der Anlage angekommen. Angehangen ist der Zug, der da dabei war. Den hatte ich ja auch beleuchtet, logischerweise Püppchen reingesetzt. Ja, das heißt, der ist auch komplett fertig. Ja, dann schicke ich die Dame mal auf eine kleine Runde. Ja, der Dorin Pippa ist auch da unten, die hat irgendwas gefangen. Hi Pippa. Haut's ab. So. Fleischmann typisch fährt die Lok natürlich sehr leise, sehr weich. Hundertprozentig das Gerät. Ja, ist schon ein tolles Modell, freue ich mich, dass die endlich jetzt fertig ist. Der Zug besteht ja hier aus den 4 Waggons, die bei dem Set dabei waren. Da werde ich eventuell noch mal ein oder zwei dazu kaufen. Damit der etwas länger wird, der Zug, so mit den 4 Waggons, ja, es ist mir ein bisschen wenig. Ich denke mal so 5, 6, 7 Stück sollten da dranhängen, dann sieht das besser aus. So, im Gegenzug läuft nochmal die 62, aber die kennt ihr ja schon vom letzten Video.
Na du? Ja, die kleine Hermine kommt gerade zu Besuch. Süße Maus. Ja, Mio. Ja, Mio, was ist denn? Ja, Hitzelchen. Wo bist du? Da ist das Hörnchen. Hi, Hermine. Na, du Süße. Oh, kleine Maus. Oh, das ist gut. Hm. Eine Maus, und was ist denn, Schätzchen? Ach du, das Wiefchen ist ja auch da, ne? Hier. Ah, Hermine, ne? Du Süße. Ja, mein Schätz, hallo. Ja, wo ist die Vivi? Hallo? Vivi? Vivi, Vivi. Ja, Jami. Ja, du bist wieder kuschelig, ne? Hermine will wieder kuscheln und knuddeln. Und ja, aber das ist gut. Hm, kleine Maus, ey. Hm, ja, hübsches Schätzchen, ne? Hey, Schätzchen. Alles gut, mein Schatz. Hm, oh, ja, das ist gut. Hm, fallen mir nicht runter, die Füße, ey. Ja. Ah, Papa ganz umgeschmissen hier. Upsi. Ja, ist nicht schlimm. Kann man alles wieder hinstellen. Ah, ja, süße Maus, ey. Was ist denn? Hey? Miau? Oh, schreit ein bisschen. Ja. So. Was ist denn? Hey, was ist denn, ey? Himmel, was ist denn los? Was ist denn alles für Haare? Ja, mein Schatz, was ist denn für eine Süße? Schmeiß nicht alles um. Hi, Bibi. Hi, Bibi. Was ist denn? Wo ist die Bibi? Wo ist die Bibi? Ja, ist gut, mein Schatz. Ich knuddel dich auch ein bisschen. Also ihr seht, die Katzen sind irgendwie wieder ein bisschen kuschellaunig. Ja, ist gut, Schätzchen. Ja. Oh Mann. So, 62 kommt hier zurück. Werde ich auch kurz anhalten. Dann warte ich jetzt noch auf die 10. Ja, da ist die kleine Maus. Hi, Bibi. Ja, Süße. So. Da kommt dann die P10 zurück. Ja, ihr versteht, ich muss die Zugfahrten beenden, weil die Katzendamen, die brauchen so ein bisschen Beachtung, so wie ich das sehe. Die wollen ein bisschen kuscheln. So, in diesem Sinne beende ich also hier das Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss.